Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu den Hunger Games Folge 14. Bevor wir aber jetzt hier so weiter auf die Kolonie eingehen, muss ich ein bisschen zu aktuellen Dingen was sagen. Und zwar dürften es viele schon mitbekommen haben, gerade die auch am Sonntag im Stream dabei waren. Und zwar steht das nächste DLC vor der Tür. Das wird am 16. Dezember erscheinen. Ich plane dann auch am 16. und auch in den Tagen drauf so einige Streams, aber am 16. auf jeden Fall und am Freitag, den 17. höchstwahrscheinlich auch. Ja, also sei das schon mal gesagt, da wird auf jeden Fall was passieren. Bedeutet jetzt für mich, dass ich ein bisschen meinen Plan umstellen musste. Ich hatte zwar schon das Gefühl, dass das kommt im Dezember noch, aber sicher war es eben nicht. Aber ich würde natürlich gerne so viel wie möglich noch vorm DLC erledigen, damit ich mich dann zum Großteil auf das DLC konzentrieren kann, zumindest in Bezug auf Oni. Ich glaube, dass wir die Hunger Games bis dahin nicht fertig bekommen. Das sind ja auch nur noch 10 Tage, wenn das Video erscheint, weil ich das am Sonntag aufnehme. Dementsprechend müssen wir da einfach mal schauen, wie wir das Ganze organisiert bekommen. Bedeutet auf der anderen Seite auch für die Chaos-Kolonie, dass da nicht mehr so ganz viel passieren wird. Also ich möchte gerne noch den Kernreaktor fertig bauen und ja, im Stream ist eigentlich eine ganz schöne Idee entstanden. Wir haben darüber gesprochen, wie man denn wohl das Ganze zu Ende bringen kann, und da wird es dann 2 Enden geben. Das ist so das, was ich mir vorgenommen habe, aber mehr dazu dann in den nächsten Folgen der Chaos-Kolonie. Gut, machen wir hier weiter. Ich möchte heute diesen Bereich hier so mal hauptsächlich ins Auge fassen. Und da haben wir verschiedene Punkte, über die wir sprechen müssen. Zum einen sind hier noch die Pflanzen, die für unser Naturreservat genutzt werden sollten. Dafür würde ich dann mal hergehen und ja, das im Grunde hier so bauen, wie, also so klein diesen Bereich erhalten, wie wir es können. Das sollte so funktionieren. Ich überlege, ob wir den hier auch direkt abtrennen mit einer Tür. Soll heißen, wir packen hier einen Gitterziegel hin, reißen die beiden ab und packen da eine Tür hin, die wir öffnen. So, dass wir dann diesen Bereich haben, und dann können wir eben hier nach oben hin noch so viel wie möglich an Platz mit reinnehmen, wie wir können. Bedeutet dann natürlich auch, wir brauchen hier Türen. Diesen einen Auslass müssen wir mal um eins verlegen nach dort. Der kommt da weg. Prio. Zum Bauen setzen wir hier mal direkt hoch. Und dann brauchen wir hier noch ein paar luftdurchlässige Ziegel nehmen wir dafür. So, da kommt einer hin. Haben wir überhaupt noch so viel Kupfererz? Nee, haben wir nicht. Dann machen wir die Türen lieber auch direkt aus anderem Material. Nämlich ebenfalls aus Gold. So, das ist mal das Erste, was wir hier gleich in Angriff nehmen werden, damit wir das Naturreservat bekommen. Das entsprechende Schild, das Parkschild, packen wir hier rein. So, dann möchte ich hier sehr zeitnah Pflanzen, also Pilze anbauen. Ich starte mal damit hier. Wir werden einfach das, was wir hier unten haben als Design, werden wir weiter nach oben kopieren. Und das Stück für Stück ergänzen. So, was jetzt noch wichtig ist, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Ich habe hier gerade, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, die Türen alle so ein bisschen hier eingestellt, dass nur noch diejenigen, die schon in den Fertigkeiten Schutzanzugtraining haben, hier durch dürfen. Das hat allerdings zur Folge, dass kaum jemand von unseren Duplikanten, die hier fürs Ernten und so zuständig sind, da rein dürfen. Und deswegen machen wir jetzt hier noch Folgendes. Wir verlegen im Grunde
die Leiter, die wir hier haben, nach hier. Bauen da auch schon mal eine Rutschstange dazu. So. Dann können wir nämlich hier runtergehen und wir können es hier, das werden wir schon mal auch anfangen, dicht machen. Und dann hier runter dicht und dann haben wir diesen Bereich mit in der Platz, den wir von hier erreichen können. Und damit gehen wir dann die Schutzanzugsteuerung und so weiter. Dass wir da kein Problem mehr mit haben. So, dann eine weitere Änderung ist, dass wir das CO2 von den Erdgasgeneratoren nicht mehr... Also das sind zum Teil Sachen, die ich mir selber überlegt habe. Zum Teil, so wie dieses jetzt zum Beispiel, kommt auch von euch. Dass wir das CO2 hier bei den Pflanzen rauslassen. Das werden wir auch nochmal anpassen, aber das ist so jetzt mal die erste Änderung dafür, wie wir das machen. Ich überlege nur gerade noch, ob wir das nicht besser etwas anders handhaben können. Und ja, können wir. Wir arbeiten da mit einer Brücke nach dahin. Dann können die nämlich wenigstens jetzt arbeiten noch und da das CO2 rauslassen an dem Gasabzug, bis der Rest fertig gebaut ist. Weil es sind gerade viele Aufträge, die ich verteile. Das wird alles ein bisschen dauern. So, können wir jetzt erstmal weitermachen. Ja, langsam können wir das. Also, dass wir zumindest mal aus der Pause rausgehen. Ich hoffe, jetzt mit den Alarmmeldungen wird das besser. Das war beim letzten Mal schon sehr, sehr, sehr anstrengend. So, jetzt muss ich nochmal wegen dem Sauerstoff schauen. Da haben wir ja einmal hier die Änderung vor, aber wir müssen trotzdem auch hier nach oben mehr Sauerstoff bringen. Und ich überlege schon, wie wir es am schlausten machen. Ob wir direkt schon den nächsten Sauerstoffraum auch bauen. Das ist aktuell das, wo ich am meisten zu tendiere. Könnten auch diesen hier noch ein bisschen modifizieren. Indem wir beispielsweise das nach dort verlegen, weil dann können wir hier noch einen Elektrolyzer mehr reinbauen. Das wird auch nicht schaden, ja. Das machen wir auch mal, ja. Öffnen wir nochmal die Tür, dass da noch jemand rein darf, um das umzubauen. Dann haben wir hier noch einen mehr drin und ich denke, wir werden dann auch schon zeitnah anfangen, da den nächsten zu bauen. Aber wir müssen jetzt ein bisschen der Reihe nach hier auch arbeiten. Essen geht gerade jetzt massiv runter. Gerade mal gucken, wir haben ein paar Fleisch, ein bisschen Pilz, was noch nicht umgewandelt ist. Das ist aber hier in Arbeit. Oh, nee, wir stellen noch kein Barbecue her. Gut, das müssen wir mal direkt korrigieren. Und bei der Ernährung nehmen wir dann auch mal rohes Fleisch raus. Okay. Ja. Ich glaube, ich nehme den hier nochmal eine Zeit wieder mit im Betrieb, dass wir hier, solange das hier noch läuft, dass wir da genug Sauerstoff haben, bis wir das hier umgebaut haben. Hier die Speisesäle, hier genügend Sauerstoff und so weiter. Das wird ja noch einen Moment brauchen, das Ganze. Da jetzt eine bestimmte Reihenfolge, in wie ich etwas, in wie, der ich hier was priorisieren möchte. Das hier ist auf jeden Fall nicht. Eigentlich ist wahrscheinlich das hier mit so das Entscheidendste gerade, plus das hier auf jeden Fall, damit wir hier die Pilze ernten können. Das ist eigentlich sogar das Allerwichtigste gerade hier. Diese Geschichte. Können dann schon das hier auch bauen.
keinen isolierten Ziegel dahin, sondern eine Leiter. So, wir können da schon mal dicht machen, weil zur Not können wir hier die Rutschstange hoch. So, und diesen hier, das sehe ich gerade, da wird, glaube ich, auch recht viel Zeit investiert. Da müssen wir nicht desinfizieren, das ist totaler Blödsinn. So. Okay, das ist jetzt erledigt. Jetzt machen wir hier einmal kurz. Ne, wir warten noch kurz, bis die Bauaufträge hier auch erledigt sind. Weil dann treiben sich ja einfach weniger Duplikanten rum, wo ich dann gleich mit den Schutzanzügen einmal aufpassen muss. Während wir hier dicht machen, werden wir ja dann da öffnen. So, erledigt. Am besten wäre jetzt, wenn ich aufpasse und da gerade niemand drin ist, ne? Das war ja die Wunschvorstellung. Okay, die bauen beide daran. Ja, perfekt. So, jetzt können wir hier wieder öffnen. Ich denke, die Leiter werden wir auch hier lassen, ja. Bedeutet dann, wir können hier eine Rutschstange mit dazu bauen. Bis da, wobei wir die vielleicht... Ja doch, wir können die schon bis da lassen. Dann können wir für diesen Bereich hier, wo überall Algen drin sind, können wir von hier aus den Zugang machen. Hier Schutzanzüge hin, dann geht hier die Leiter runter, Rutschstange runter und dann können wir uns nach links und rechts verteilen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Mal eben schauen, was hier alles so drin ist. Viele Mehlläuse. Die Frage ist, ob wir die Mehlläuse überhaupt aufräumen lassen sollen. Ja, doch. Das lassen wir alles mal so, wie es ist. So, jetzt können wir hier auf jeden Fall wieder heran und ernten und so weiter und so fort. Das können wir noch mal ausgraben. Da kommt es jetzt nicht drauf an, aber machen können wir es trotzdem. So, da kommt jetzt CO2 raus. Wenn es auch nicht viel ist, aber das wird helfen. So, jetzt mal kurz einen Gang zurückschalten. Ich habe den Drucker noch nicht übersehen. Sehr gut. Jetzt gleich ist Nacht. In der Nacht wollte ich noch mal eben auf Jagd gehen nach Hatches. Ob wir noch irgendwo welche haben. Ich vermute nämlich, dass wir in diesen Bereichen hier schon noch ein bisschen was an Hatches haben. Hier können wir jetzt mal den Boden auch umbauen, weil das werden wir gleich brauchen, wenn hier die Schutzanzüge hinkommen. Das hier haben wir jetzt soweit fertig. Da fehlt da noch eine Tür. Und dann müsste ich mal eben ausmessen. Das hier rechnen wir mal nur. Bis dahin sind 20, 22 Ziegel plus der Bereich. Ich rechne das mal mit. Der eine Ziegel kommt da ja noch weg, sind 36, das haben wir. Das heißt, wir haben hier schon mal 58 Ziegel. Und da würde ich natürlich gerne so viel wie möglich hiervon noch mit reinnehmen. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das hinkriegen. Na, mal schauen. Ich mache jetzt gerade mal was total Absurdes.
Nicht lachen. Aber jetzt weiß ich, wie viele Ziegel das sind. Sonst vergesse ich das nämlich sicher wieder. Eigentlich wäre es ja noch cleverer. Ich mache das nicht dahin, sondern ich pack das dahin, weil da wird es auf jeden Fall erstmal niemand bauen. So, den Mikrobenmatscher. Ich wollte auch hier schon ein bisschen was weiter fortschreiten. Da können wir nochmal den Rest, der hier noch ist, aufwischen. Das Ding kann hier weg. Ich muss das hier mal eben... Ah, aber das ist hier... Also es klappt tatsächlich besser hier mit dem Sauerstoff, als ich gedacht habe. Ich hatte vermutet, das wird ein größeres Problem. Frage ist, naja, ist auch viel verschmutzter Sauerstoff noch, ne? Aber... Ja, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, den atmen wir schon weg und dann ist da kein verschmutzter Sauerstoff mehr. Okay, da kommt aber echt wenig an. So, die hier können weg. Der kann auch weg. Ach, ich wollte doch... Da habe ich wieder geschlafen. Aber ich sehe so schon, hier sind auf jeden Fall auch noch ein paar Hatches. Da flitzt noch einer rum. Die können wir alle einfangen und in die Räume hochbringen. Kann man das nicht auch so machen? Ja, aber ist nicht viel bei rausgekommen. Na gut. Fertigkeiten. Wir haben Mechatronik. Ach so, Mechatronik. Da war ja noch ein Thema, das ich ebenfalls angehen wollte. Das müssen wir auch irgendwo im Bereich... Staufel. Siehst du aus, als ob es hier gerade nicht gut... Wir haben jetzt übrigens schon 5 Kandidaten mit Schleimlunge. Was sicherlich der Tatsache geschuldet ist, dass wir den Schlafbereich nach hier oben verlegt haben. Wo durchaus nicht wenig Keime gerade sind. Also ich glaube, dass die Lufterfrische das hier schon hinkriegen. Ich muss nur die entsprechende, ach Mensch, die entsprechende Geduld dafür mitbringen. Alternativ müsste ich hier halt mittendrin vielleicht nochmal einen bauen und da ein Bett kurz abreißen. Ich lasse das nochmal ein bisschen laufen und falls es dann nicht besser wird, können wir es aber noch machen. So, auf das verschmutzte Wasser hier müsste eigentlich ein bisschen sauberes Wasser drauf gekippt werden. Das machen wir auch mal. Ich sehe gerade, die 9 Aufträge, die ich jetzt verteilen würde, wären 1er. Das ist auch blöd. So, Metallraffinerie. Die brauchen wir auch noch. Wo haben wir sie denn unter Veredeln? Da. Wo platzieren wir dich? Irgendwo, wo wir mit Schutzanzüge arbeiten können. Also entweder hier mit in dem Bereich. Was ich aber nicht für so schlau halte. Ich würde eher irgendwo hier bevorzugen. Also mit den Schutzanzügen von hier aus schnell erreichbar. Deswegen ist es hier eigentlich am schlausten. Wir könnten es vielleicht hier hinbauen und den Dampfraum dann da drunter. Dann haben wir hier nämlich eine Leiter, die noch runter geht, von wo aus man ebenfalls einen Zugang in den Dampfraum machen könnte. Erscheint mir gerade die beste Lösung. Dafür müssten wir hier das Wasser noch ein bisschen nach unten verlagern. Das wäre eigentlich da ein ganz guter Standort. Nehmen wir das doch mal in Angriff. So.
So können wir uns da jetzt schon mal bis nach da hingraben. Dann können wir noch nach da graben, damit das Wasser nachfließen kann. Das kann da raus. Dann müssten wir später noch mal ein bisschen nachbuddeln. Aber so sind wir schon mal auf einem ganz guten Weg. Jetzt müssen wir erstmal nach dem Drucker gucken. Und der hat nämlich wieder jemanden für uns. Tierabneigung, Reizdarm, ungeliebter Künstler, Pazifist. Okay, bedeutet, wir haben freie Auswahl. Wir haben jemand Tierliebhaber oder Stärke, Kreativität, Stärke, Keimresistenz, Wissenschaft, Medizin, Bauen. Okay, niemand von denen ist jetzt etwas, wo ich sagen würde, wow. Nails fällt raus, weil vier Kreativität und ein ungeübter Künstler, das macht gar keinen Sinn. Was ich mit Mima machen sollte, wüsste ich ehrlich so ganz richtig auch nicht. Wahrscheinlich wird es Ruby werden. Es wird Ruby. Und aus Ruby wird Abstand. Abstand, Prioritäten. Ja, ist die Frage, machen wir jetzt Viehzucht oder ein sehr interessanter Ansatz? Ne, wir machen das. Wir machen es so, Viehzucht und Landwirtschaft. Fertigkeiten, der Landwirtschaft. Und wie immer kann man wieder einen Schwung Punkte verteilen. Billabong hat schon Schutzanzugtraining. Ich muss übrigens da denken, jedes Mal, wenn ich jemandem Schutzanzugtraining gebe, dass dann auch die Tür unten benutzt werden darf. Graben haben wir, dann nehmen wir hier nochmal Tragfähigkeit dazu. Fasti. Gehen wir dahin. Gersch. Hat das schon. Was macht denn da noch Sinn bei jemandem, der aufräumt? Vielleicht machen wir da Bedienen mit dazu. Oder vielleicht wäre es auch schlauer gewesen, die Punkte gar nicht zu verteilen. Also Gugarin muss gleich durch die Tour durchdürfen. Schachtels kriegt da einen Punkt. Staufe da. Und Tom da. Okay, also ist es nur Gogarin, wo wir es jetzt zusätzlich machen müssen. Da. So. Jetzt können wir hier da Pilze einpflanzen. Der Lufterfrischer und Co. kann da weg. Der kann da weg. Dann können wir da gleich ein bisschen Wasser reinkippen. Mein Gott, da ist aber auch jemand mit einem sehr schnellen Bauskill dabei. Steven. Oh je, oh je. Das hat sich ja Ewigkeiten hingezogen und ist trotzdem nicht fertig geworden. Jetzt einen Flaschenentleerer hinbauen. So, Flüssigkeit, Wasser, zack, zack. So, und das mit dem CO2 hier, das war wirklich eine gute Idee, weil das wird auf Dauer dafür sorgen, dass wir unterhalb von dem Ausgang, den können wir auch später noch weiter ja nach oben verlegen, überall CO2 haben. Das wird sicher ein Teil dauern, und das eine Zeit dauern, und es kann auch sein, dass hier in der obersten Ebene aufgrund des Ziegels hier dann für immer
ein bisschen Sauerstoff oder Erdgas oder was auch immer bleibt, aber das ist auch nicht schlimm, das stört uns da ja nicht. Habe ich da nicht Wasser gerade angeklickt gehabt? Mir war so. So, da kommt dann die nächste Reihe Ziegel hin. Und wir graben dann mal da aus, weil dann kommen wir noch nicht mit unserer 58 da in Kontakt und können das trotzdem vernünftig nutzen. Eigentlich reicht das, die 200 Kilogramm Wasser, die wir hier jetzt herbringen, dazu belassen. Das muss nicht mehr werden. So, der kann weg, aber vorher können wir den noch da als Auftrag einstellen. Da Ziegel hin. Eine Tür und fertig ist der nächste Raum. So, wenn wir das jetzt alles halbwegs schnell weiterführen, dann kommen wir hier sehr, sehr, sehr schnell in Bereiche, mit denen wir gut klarkommen können. Also wo wir dann viele Pilze haben und ja. Geht schon ganz gut rund hier, ne? Sieht, wie schnell die ja alles machen. Das ist die geballte Manpower der Duplikanten. Kann man nicht anders sagen. So, ja. Dann lassen wir auch das erstmal gut sein. Ich schaue jetzt gerade nochmal. Okay, hier geht es noch weiter runter. Dann würde ich mal vielleicht nach da noch graben. Und gehe dann hier wieder weiter runter. Das Schöne ist ja, dass wir das hier alles mit Schutzanzügen machen können, ne? So, da kann das mit rauslaufen. Das heißt, da haben wir auch nicht so die ganz große Gefahr, dass da jemand erstickt oder. Uns geht das Erdgas aus. Wir können da nochmal ausbuddeln. Der braucht noch 25,8 Zyklen. Das heißt, wir werden uns da eine Alternative überlegen müssen. Sehe ich noch irgendwo einen anderen Erdgasgeysir, den ich noch nicht nutze? Nein, sehe ich nicht. So, wir könnten dann alternativ wieder mehr Kohlegeneratoren bauen. Kohle haben wir ja ein bisschen, 35,1 Tonnen. Tendenz ist steigend, da sich das Ganze hier natürlich jetzt schnell oder auch weniger schnell entwickeln wird. Wir werden sicherlich auch noch an einigen Stellen was ausgraben. Ja. So, Schutzanzugschmiede. Wir haben keine fertigen Wir haben keine fertigen Schutzanzüge, weil ich auch nicht noch länger. Obwohl, das können wir mal erst überprüfen, ob das wirklich ein Problem wäre. Wir haben wenig Kupfer, wenig Eisen, wir haben viel Gold. Wir werden tendenziell, wenn ich die Schleimbiome alle sehe, noch viel Gold dazu bekommen. Moment, ich kann noch hier in das Overlay schauen. Ich sehe auch noch sehr viel Eisen. Also. Sagen wir mal, ich sehe noch einiges an Eisen. Dann könnten wir auch noch. Aber ich will, das ist halt Verschwendung hoch 10, das ohne Metallraffinerie zu machen. Gut, planen wir mal ein bisschen. Also, diese Leiter hier werden wir auf jeden Fall noch weiter runterführen. Das ist schon mal amtlich. Dann würde ich sagen, wir machen hier oder besser auf
dieser Höhe hier. Eine Durchgangsebene zumindest mal, obwohl das hat sich hier dann auch schon wieder erledigt. Die Frage, ob wir brauchen aber so oder so einen Weg dahin, also passt das schon. In die andere Richtung ist es eigentlich erstmal egal, da könnten wir diese beiden Ebenen hier als Höhe annehmen. Ja. Das könnten wir machen und unterhalb von dem Ganzen könnten wir dann unsere Metallraffinerie bauen und dann würde ich da das Ganze hier dann mit isolierten Ziegeln abgrenzen. Das erscheint mir als nicht ganz falsch. Okay. Mein Gott, ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit hier vergeht. Das ist wirklich unglaublich. Ach so. Hier kommt natürlich jetzt immer mal wieder ein Fremdgas rein. Deswegen sollten wir die Tür jetzt dort beschließen. Über 1000 Gramm, wenn dann da wieder Erdgas rauskommt. Oder wir pumpen jetzt hier ein Vakuum. Das geht natürlich auch. Dann ist zwar der Füllstand hier trügerisch, aber... Nee, machen wir lieber jetzt oder machen wir das doch? Ja, das Problem ist halt dann, dass das Erdgas, was da zu Beginn rauskommt, sehr heiß sein wird. Aber wir haben hier durchaus Verbindungen, wo die Hitze raus kann, dass die dann wahrscheinlich doch nicht überhitzt. Ja, wir pumpen hier mal ein Vakuum. Jetzt können wir das noch machen, weil das Ding inaktiv ist. Ich würde ganz gerne den hier jetzt schon nach da verlegen. So. Wo wir jetzt mit Schutzanzügen bauen, ich glaube, da werden wir jetzt gleich schon beobachten können, dass das ein bisschen langsamer laufen wird als die Aufträge hier. Was aber auch in Ordnung ist. So, was wir jetzt mal eben hier ausmessen können, ist, wie viel Ziegel das hier wären. Alleine 96. Okay, das ist zu viel für unser Naturreservat. Das maximal 120, also wir dürften noch 62 Ziegel haben, weil ich habe gerade noch mal die 58 da gesehen. Ist die Frage, wie wir es machen. Erstmal werden wir auf jeden Fall jetzt diesen Mikrobenmatscher hier abreißen, den wir lustigerweise, nachdem wir ihn gebaut haben, nie gebraucht haben. Zumindest bis hierhin nicht. Hier haben wir ein paar Keime. Das hier auch so viele, naja, viele Keime, aber ja doch, sind ein paar. Hier spiele ich halt mit dem Gedanken, dass wir das jetzt schon zumachen von hier aus. Und dann von dieser Seite wiederum öffnen. Dann können wir hier nämlich auch schon Pilze anbauen. Ist, glaube ich, gar nicht so dumm, oder? Das hier bringt mir eigentlich nur, dass das gerade Zeitverschwendung ist, das zu machen. Das hier nicht, das würde ich schon ganz gerne machen, um hier dann die nächsten Schritte zu planen. Wir brauchen ja eigentlich müssten das da oben noch gar keine isolierten Ziegel sein, aber jetzt haben wir das Ganze angefangen. Jetzt werden wir das auch so zu Ende bringen. Hier drunter legen wir dann den Dampfraum an. Okay. Didi ist noch entkommen.
grab mal den aus, weil dann haben wir hier noch einen alternativen Weg raus. Ne, haben wir nicht. Haben wir erst so. So, dann können die da noch weg. Oh oh. Oh, Staufel haben wir begraben. Okay, Staufel ist gleich wieder befreit. Gucken, ob wir es nochmal schaffen, da drin jemanden zu begraben. Okay, wir haben es geschafft, niemanden da drin zu begraben. Sehr gut. Ich bin stolz. Da können wir wischen, können wir schon loswerden, das gleiche hier auch. Und eigentlich auch da, weil da kann so jetzt auch kein Wasser mehr dazu kommen. So, ach, ich wollte doch noch hier auch ein bisschen Wasser drauf schütten. Diese Folge ist jetzt wieder besser mit den Vorhungernmeldungen, ne? Ich muss das echt mit der Schleimlunge in den Griff bekommen. Das ist schon eine große, große Bremse für das alles hier. Könnte natürlich auch einfach Medikamente dafür herstellen. Ne? So, was wir jetzt hier gleich mal eben machen. Einfach um das schneller in den Griff zu kriegen. Bauen wir davon nochmal ein paar. So, dann schauen wir uns das hier nochmal an. Hier haben wir das immer noch nicht im Griff. Dann machen wir jetzt auch kurz einen Prozess einmal da und da bauen wir jetzt welche hin. Da und ich glaube, da war das, ne? Ja. Aber schön ist wirklich, klar, ich habe das jetzt auf Prio 7 gemacht, aber wie schnell die Sachen gebaut werden, das ist schon, das gefällt mir. Da kann ich mit arbeiten. Unzureichende Sauerstoffproduktion, okay. Also ich denke, wir werden das Thema hier schneller angehen müssen, als ich im Vorfeld gedacht hatte. Können das noch mal etwas hier in diesem Raum ausweiten. Die Frage ist, ich habe die Raumdesigns gesehen, die ihr mir geschickt habt. Ob ich das einfach so lasse, wie ich es angefangen habe, oder ob ich da was verändere. Also mein Problem ist, ich müsste, wenn ich einen anderen Raumdesign mache, wenn ich das kleiner gestalten würde, als ich das hier gemacht habe, müsste ich möglicherweise die Atmosensoren noch mal ein bisschen feiner ausprobieren, was ich da für eine Einstellung mache. Wenn ich diesen Raum hier einfach kopiere, habe ich damit überhaupt kein Problem. Und ich tendiere aktuell absolut dazu, das einfach zu machen. Soll heißen, nehme einen Snapshot hiervon. Vielleicht sogar bis einschließlich der Gastanks. Nee, das muss nicht sein, aber bis... Ja doch, wir machen das mal so. Und dann können wir das einfach nach hier hin rüber kopieren mit ein paar kleinen Änderungen, die wir mal direkt hier in Angriff nehmen. So. Dann brauchen wir hier
Leitern und die Frage ist. Ja, wir machen hier nochmal einen neuen Weg dahin, dass das schneller ist, weil ich möchte nicht das, was die jetzt hier vielleicht gleich anfangen zu machen, dass die hier die ganze Zeit durchrennen. Na, ihr seht das schon. Jetzt laufen sie dahin, bringen die ersten Materialien. Das ist genau das, was ich eigentlich nicht möchte. Deswegen schließen wir hier gleich wieder den Zugang, sobald das fertig gebaut ist. Hier unten können wir das jetzt schon, weil das ist fertig. Verbrühung. Oh. Oh. Okay, dann müssen wir hier was korrigieren. Oh ja, hier müssen wir sogar dringend was korrigieren. Das passt so nicht mehr, wie wir das machen. Ich schneide mal hier gerade die Zufuhr ab. Bring jetzt vor allen Dingen Gersch da mal weg. Es ist hier überall so warm, ne? 80 Grad. Aber das hier ist jetzt fertig, korrekt? Korrekt. Das heißt, wir können auch hier den Zugang dicht machen. Schicken unsere fleißigen Bienchen hier weg. Gugarin und Conny habe ich da, glaube ich, auch noch gesehen, ne? Ja. Auch Conny, bitte weg da. Geht schon wieder hier jemand nach unten hin. Ich weiß nicht, warum. Ach so, wir haben hier jetzt auch das Problem, dass die schon nicht mehr arbeiten, weil wir schon kein Erdgas mehr haben. Okay, die Probleme werden mehr. Dabei denkt man eigentlich, man hat das alles super im Griff, aber wir haben diesen Stromverbraucher hier jetzt schon mal raus, weil auch wenn das nur 240 Watt sind, die haben halt die ganze Zeit gelaufen. Das hätten wir besser auch. Und das werden wir jetzt auch noch mal ändern. Na. Hier nach unten führen sollen. Und dann da wieder hoch. Mensch. So. Okay. Das ist nicht sehr clever, was ich hier gerade mache. Ganz und gar nicht. Wisst ihr was? Wir lassen das lieber. Alle hier raus, alle hier raus. Eieiei. Kerstin hat das aber ganz schön erwischt. So, wir brauchen dringend eine Krankenstation. Das können wir hier machen, weil wir haben hier jetzt Platz gewonnen. Die Betten können wir... Wo erstickt denn jemand? Ah, herrje, Goofy. Wie bist du da hingekommen? Ah, wahrscheinlich irgendwie hier so... kuddelmuddelig, oder? Du darfst da jetzt raus. Das ist wahrscheinlich blöd für den Sauerstoff hier drin, aber einen anderen Weg gibt es für dich gerade nicht.
kann mir auch vorstellen, dass es nicht die letzte Gefahrensituation, die hier entstehen wird. So, diese Batterien können weg. Dann hätten wir das nicht so bauen müssen, wie wir es hier gemacht haben. Und den Rest können wir erstmal so entstehen lassen. So, wie hat das hier? Ah, gut, Glück gehabt. So, Prio 8 für die Bauaufträge hier. Da müssten wir auch überall rankommen. Das sieht gut aus. Dann würde ich auch mal fast sagen, wir trennen das da auf. Zerlegen hier den Gasabzug und verbinden das dann nach dort. Und wenn sich das irgendwann in 100 Zyklen hier mal ein bisschen abgekühlt hat, dann können wir das da auch noch den Rest da mal zerlegen. Oh. Das habe ich. Ich weiß jetzt nicht, wie lange. Wahrscheinlich werden dadurch, dass ich das mache, aus den 300 Zyklen 310 oder so. Wir haben einen bodenlosen Magen. Okay, also kommt Mäh in die Kolonie. Pflanzenmörder. Hat direkt Schutzanzugtraining. Das ist natürlich gut. Magen aus Stahl. Athletik, Tierzucht, Wissenschaft. Ja, auf jeden Fall nehmen wir Mäh jetzt erstmal. Aus Mäh wird Belliger. Belliger. So, jetzt muss ich kurz überlegen, was Sinn macht. Wir haben jetzt im Grunde keine Eigenschaften, die richtig gut sind, außer Schutzanzugtraining, was natürlich eine gute Eigenschaft ist. Wir machen bei der auch Versorgung, Lagerung, Aufräumen. Das sind Skills, die du schnell verbessern kannst. Und wir können dich hier direkt in der Tür, da haben wir nämlich jemanden, obwohl wir werden schon mehrere haben, die aufräumen können, die da durch dürfen. Aber ist egal, jetzt haben wir noch jemanden. Fertigkeiten. Da geht's direkt da weiter. Steven kriegt Schutzanzugtraining. Rackrad. Ja. Meine Idee war sicherlich, aus Rackrad einen Mechatroniker zu machen. Ja, wir machen erst den Mechatroniker fertig. Jetzt habe ich vergessen, Steven war das, glaube ich. Naja. Mesonics. Matza habe ich gelernt. Beziehungsweise gelesen. Meisterwerke, dekorieren. Ja. Immer noch nur Steven. Goofy. Steven und Goofy. Goofy. Und. Ah, Steven war wahrscheinlich unten weiter, oder? Nee. Da ist Steven, okay. So, welche Sache? Achso, eine wichtige Sache, die ich jetzt schon x-mal vergessen habe, ist, wir generieren hier keinen Strom mehr. Soll heißen, wir erzeugen dafür keinen Strom mehr. Nicht mehr für die Pumpe, das ist auch gerade egal, da ist schon Vakuum gepumpt. Und nicht mehr hierfür, das ist auch egal. Das ist eigentlich nicht so ganz dramatisch. Das einzige Problem wird auf Zeit diese Schutzanzüge da werden. Ja, wie machen wir das jetzt am schlauesten? Also wir werden einen Bereich bauen müssen, wo wir mit Kohlegeneratoren arbeiten. Ich mache das mal hier. Ich baue mal direkt 5 von denen. Packen das da direkt so ran. Das können wir so machen. Dann kommen wir nämlich hier auch mit dem
verschmutzten Wasser noch nicht in Berührung, was ich ganz gut finde. Ich baue hier trotzdem Gitterziegel drunter, dass die vernünftig stehen können. Dann brauchen wir für die ein Automatisierungskabel. Und eigentlich auch eine Batterie, wo die ran können. Ich überlege nur gerade, ob wir die da oben mit ranpacken oder ob wir die hier unten bauen. So rein vom Platz her ist die, glaube ich, ist die da unten besser aufgehoben. Starkstromkabel und Automatisierungskabel. So, nicht ein ganz unwichtiges Projekt, deshalb Prio 7. Okay. Das ist Prio 8, damit wir wieder mehr Sauerstoffproduktion haben. Das hier müsste auch 8 werden. Und das hier ist alles 5, ne? Genau. Okay. 80.000 Kalorien am frühen Morgen, das ist in Ordnung. So, hier hat das schon mal sehr gut geholfen. Wir haben noch vereinzelt verschmutzten Sauerstoff, aber das ist hier echt wenig. Ich glaube, wir können das hier wieder abreißen. So, was ist mit den beiden hier? Ne, die wandeln teilweise noch recht viel um. Die lassen wir noch ein bisschen da. Ebenfalls sollten hier eigentlich ein paar Krankenbetten entstehen. Medizin, Krankenbett. So, machen wir mal 4 Stück direkt. Was gab's denn noch mal für Medizin-Boni? Kraftwerk, da Krankenhaus. Medizinische Ausrüstung haben wir. Toilette und ein Kantinentisch. Okay, das kriegen wir ja recht einfach hin. Wir bauen ja einfach eine Toilette rein. Die muss ja nicht angeschlossen sein, glaube ich. Und wir bauen hier gerade fragen, ob ich blind bin. Jetzt fällt mir gerade noch ein Prioritäten. Wie war das noch gleich? Das musste ich, glaube ich, gar nicht allen. Oder musste ich das doch allen verbieten? Ne, das können, glaube ich, sowieso nur. Ich habe das echt wieder vergessen. Nur die machen, die entsprechenden Skills dafür haben. Ne? War das nicht so? Können ja auch mal ein bisschen hier und da Dekor aufbohren. So, die stellen wir jetzt allesamt auf 90%. Aber wir können die Einstellung nicht übertragen. Okay. Na gut, das ist ja schnell erledigt. So, ich weiß, dass Kerstin sehr schwer verletzt war. Und dann machen wir den Rest von oben aus weg. So, wer war unser Doc? Kiwi. Haben wir bei Kiwi auch die Doc-Tätigkeiten? Kiwi, Doktortätigkeit ist ganz oben, ja. Okay. Ah, da wird auch schon sich gekümmert. Sehr schön. Toilette gleich fertig ist, müssen wir hier unseren Raumboni kriegen, ne? Ja, Krankenhaus, sehr gut. Massageklinik wäre mit einem Massagetisch, das ist ja ein anderer Raumbonus. Ah ja, viel besser. Ah, jetzt, das können wir mal wieder stoppen, das war jetzt
Ganz bestimmt ausreichend viel für, sauberes Wasser, was wir da drauf geschüttet haben. Ja, das werde ich auch nicht mehr lernen. So, Themen, die noch offen sind. Sauerstoff für hier oben. Ich denke, das werde ich aus dem neuen Raum bauen. Ziemlich sicher sogar. So, dann noch einmal das hier zerlegt. Wunderbar. Und ist die Frage, ob ich hier noch irgendwie irgendwo irgendwas verbessern sollte. Oh. Wieso bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, mir anzugucken, was da drunter ist? Machen wir das mal, oder? So, derweil schauen wir uns an, was wir hier sehen können. Okay. Ich bin ein Stück weit überrascht gerade, aber... Naja. So, Leiter ist schon bis da gebaut. Dann können wir das auch bis dort verlängern. Und das hier alles ausgraben. Ne? Plus. Da, dann kann das auch noch rausfließen. So. Okay. Oh Gott, 57 Minuten, meine Güte. Ich wollte mich echt kürzer fassen mit den Videos. Klappt super. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich nicht irgendwelche elementaren Dinge vergessen habe, aber mir fallen tatsächlich gerade keine ein. So, da haben wir zwei Genesene, das heißt, Tosh Marvin darf sich jetzt auch reinlegen und ist gleich wieder gesund. Sorry nochmal an euch fünf, dass ihr euch verletzt habt. Das war jetzt nicht unbedingt der schlauste Schachzug. So, das Ding hier können wir ganz nach links verlagern, dass es möglichst weit weg ist. Und dann ist jetzt die Frage, ob ich das jetzt schon umbaue. Ne, ich lasse, glaube ich, die alle noch hier. Die Kantinentische. Achso, das geht gar nicht. Die lassen wir alle da und dann fangen wir hier mal an, auch welche zu bauen. Damit sich dann neue Duplikanten die direkt nehmen können. Ausschalten. Aber wir brauchen auch Dekorationsgegenstände, ne? Ah, Moment, da muss ich ja eigentlich hier einen weglassen, um dann einen Blumentopf aufzustellen. Ja, ne, jetzt machen wir aber Ende. Das muss ich beim nächsten Mal weitermachen. Ja, sorry, dass ich so lange überzogen habe. Tut mir sehr leid, aber ich habe zum einen sehr viel Spaß daran und ich will hier echt schaffen, weiterkommen, das Ganze erledigen. Und ja, mit gleichem Elan geht's beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Macht's gut, bis bald und tschüss.